Ah, ja, das sind wir schon. Genau, ich bin vom Wort- und Bild Verlag. Den kennt man wahrscheinlich nicht so unbedingt dem Namen nach, aber die Magazine, die wir machen, schon vor allem die Apothekenumschau. Wir machen aber auch noch andere Magazine, eben den Seniorenratgeber, das hat der Herr Stoll schon angekündigt, und für die jüngeren Leser das Medizini. Das kennt man vielleicht auch noch aus Kindertagen. Ja, der Verlag macht seit 60 Jahren Gesundheitsmedien und allein die Apothekenumschau hat schon um die 20 Millionen Leser im Monat. Genau. Wir haben auch eine Reihe von Websites, die sich meistens an den Magazinen orientieren, und eine Tablet-Magazin-App namens Apothekenumschau Elixier. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Dass es sich eben um Kundenmagazine handelt, sind die meisten Leser natürlich keine Mediziner, sondern Laien. Und da muss man dann doch ein bisschen anders an die Themen rangehen. Genau, aber denen komplexe medizinische Themen zu erklären, ist unsere Aufgabe. Das war zu schnell. Aber ja, kommen wir zu den Infografiken. Die spielen bei uns eine ziemlich wichtige Rolle, da sie eben ein perfektes Mittel sind, um auch nicht so schöne Themen ansprechend darzustellen. Hier sehen wir eben etwas zum Thema Osteoporose, wie die entsteht, was die Folgen sind, und unten ein bisschen abstrakter zum Thema neue Medikamente und deren Funktionsweise. Weil die Themen natürlich ziemlich komplex sind, werden die Themen normalerweise von den Redakteuren recherchiert und wir arbeiten dann sehr eng zusammen, um diese Grafiken zu entwickeln. Genau, hier sind nochmal welche. Wir arbeiten auch zusammen mit einem internen wissenschaftlichen, mit einer Fachwissenschaft, die bei uns im Verlag ist, mit noch mehr Spezialisten und einem externen wissenschaftlichen Rat. Und auch unsere Redakteure sind eben nicht nur Journalisten, sondern ausgebildete Ärzte, Biologen, Apotheker eben. Genau, und die alle stellen sicher, dass das, was wir hier irgendwie schön machen, auch noch der Realität entspricht und wichtig ist. Das war wieder ein bisschen zu schnell, immer noch zu dem Thema. Die Infografiken sind auch nicht immer so groß, wie man sieht, aber die setzen eben auch nur diesen Teil um, der als Infografik am besten darstellbar ist, und teilweise sind ja auch mal Fotos oder eben Texte besser. Allerdings gibt es noch ein kleines Highlight für die Infografikabteilung in der Apothekenumschau, nämlich diese doppelseitigen Seiten, die wir als Infografik schon konzipieren und dann näher auf ein Thema eingehen können. Genau. Wir haben auch ein ziemlich großes Archiv, da es den Verlag schon so lange gibt, haben wir natürlich Massen an Infografiken, die eine gute Grundlage bilden, aber ziemlich oft müssen wir dann nochmal einen Schritt zurückgehen in die Recherche und dann wird es nochmal ein bisschen speziell. Dann haben wir zum einen sowas, irgendwelche Röntgenbilder, MRT-Aufnahmen, Mikroskopaufnahmen. Da weiß man als Laie nicht unbedingt, was man da eigentlich gerade anschaut. Teilweise haben wir auch nur irgendwelche chemischen, irgendwelche Funktionen, die man als Laie nicht versteht. Und wenn dann die Vorlagen nicht kompliziert sind, dann sind sie zumindest mal eklig. Das hier ist noch harmlos. Ich dachte mir, ich zeige mal lieber keine blutigen OP-Fotos oder Entzündungen oder sowas. Das könnt ihr euch einfach mal vorstellen. Es hilft auf jeden Fall, wenn man Dinge verstehen will im Detail und auch ein bisschen neugierig ist und auch ein bisschen abgehärtet. Aber man gewöhnt sich dran. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und in der Zwischenzeit kann ich auch blutige Augen-OP-Videos anschauen, während ich mein Brötchen esse. Im Vergleich dazu ist dann das Resultat ein bisschen schöner. Genau. Zum Glück hat man eben in der Infografik die Möglichkeit, Dinge ein bisschen abstrakter darzustellen, zu vereinfachen, eben auch im Vergleich zu den Videos oder Fotos. Und man beschäftigt sich dann vielleicht auch mal mit einem Thema, bei dem man sonst eher ganz schnell vorbeigeblättert hätte. Zum Beispiel bei dem nächsten. Das habe ich jetzt extra erstmal zensiert. Man sieht, wie eine Magensonde durch die Nase eingeführt wird und die gibt dann irgendwas in den Darm ab. Nämlich verdünnten Spenderkot mit gesunden Darmbakterien. Das klingt zwar eklig, aber es hilft angeblich ganz gut. Wir machen aber auch schöne Grafiken. Hier geht es um die Blut-Hirn-Schranke, das wurde mal ein bisschen abstrakter dargestellt, um das unglaublich komplizierte Thema irgendwie begreiflich zu machen. Ich musste zur Recherche in einer Menge Anatomiebücher nachgucken, wie das Ganze eigentlich funktioniert und das dann mit diesem Schrankenthema wieder zusammenbringen, damit es auch ein Laie verstehen kann. Hier ist auch mal eine etwas illustrativere Umsetzung. Und wie schon erwähnt, wir haben auch eine Tablet-App, in der wir als eigentlich Print-Infografiker versuchen, uns in diese Animationsgeschichte einzudenken. Genau. Es gibt aber noch mal eine kleine Spezialität bei uns in der Infografikabteilung. Wir haben nämlich nicht nur Medizinbücher und eben Designbücher in unseren Regalen, sondern auch, wie man sieht, Knochen, ausgestopfte Tiere, präparierte Herzen. Und zweimal in der Woche haben wir eine Fortbildung in wissenschaftlichem Zeichnen. Und die Lehrerin Barbara Ruppel macht das seit den 60er Jahren, dass sie als wissenschaftliche Zeichnerin arbeitet und auch in sehr vielen Anatomieatlanten mitgearbeitet hat. Das bringt sie uns eben auch bei und geht auch gerne mal auf Histologie ein, also den Aufbau von Zellgewebe und sowas. Und das schult natürlich nicht nur unsere technischen Kenntnisse, sondern auch unser Verständnis für das Thema allgemein. Ja, genau. Ich bin jetzt seit 4 Jahren eben beim Wort- und Bild-Verlag und ich war ja schon vorgewarnt, wie die Themen da aussehen, weil ich davor schon ein paar Mal als freie Mitarbeiterin dabei war. Ja, die sind zwar nicht unbedingt immer so prickelnd, die Themen, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich zumindest etwas machen kann, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Genau. Ich hoffe, ich konnte zumindest mal einen kleinen Einblick in die Welt der medizinischen Infografiken geben und danke fürs Zuhören.